So. Die erste ist weg. Es bleiben aber noch zwei Stück da hinten. Und wir müssen ganz vorsichtig um die Ecken gehen. So. So. Ja, auf den Dingern können wir übrigens laufen, auf den, diesen Eckverzierungen, was sehr praktisch ist. Und von hier aus die nächste wegschießen. So. Pfeil in den Kopf. Ja, renn ruhig darum. Komm her. So. Stirb. Akku meldet sich von meinem Handy, dass es fast leer ist. gut. Hier den Kronleuchter runterschlagen, dass wir an den Loot drauf kommen. Also nicht einfach an den Kronleuchter. Ja, gutes Deutsch. Draufhüpfen meinen. Dann stürzt man nämlich nur in seinen Tod. Sondern immer schön die Kette durchschlagen. Weg mit dir. Naja, du triffst uns einmal. Das können wir wegstecken. Mit deinem Wurfmesserchen. Das ist eher albern, als dass es gefährlich ist. So. Hier sieht man, gibt es nur einen Weg lang. Nämlich hier. Und dann dort drüben zur Nebelwand. Und hier haben wir eine Frau mit großer Oberweite, die etwas groß geraten ist. Jedenfalls als Statue. Und von zwei schwarzen Rittern flankiert wird. Ja. So, wir könnten durch die Nebelwand, aber hier oben gibt es noch Geheimnisse. Erst einmal ein Gegner. Der Wurfmesser droppt. Netterweise. So, hier unten ist nichts. Hier unten bin ich nämlich falsch. Ich muss nämlich hier oben rauf. Und mich erstmal hier runterfallen lassen. Da nehme ich ein bisschen Schaden. Und dieses Mal darf ich den Sprung nicht vergeigen. So, nämlich hier rein. Das ist nämlich der einzige Weg, um hier rüber zu kommen. So. Gegner ausschalten, der hier wartet. Und hier drüben eine Truhe. Das ist eine Truhe. Und die hat einen göttlichen Segen. Juhu, hat's vollgebracht. Und hier haben wir noch einen besseren Ausblick auf die Frau mit der großen Oberweite. An der wir uns jetzt wieder vorbei schleichen müssen, zurück. So. Und springen. So, sehr schön. Einmal kurz heilen. Und hoch hier. Durch diese Tür durch. Und schwupps sind wir auf dem Rondell. Da ist übrigens noch ein Gargoyle. Den machen wir aber auf eine andere Methode tot. Machen wir aber mit einer anderen Methode kaputt. So. Wir rennen einfach hier runter. Und dann steht er dort oben. Und kommt nicht zu uns. Sondern wir können ihn einfach abknallen. Ja, sieht. Ist sehr lame, die Taktik. Aber hey. Für was hat man einen Bogen, wenn man ihn sonst nicht benutzt? Na, tut's weh, Junge.
Hier könnte ich übrigens auch den Schwanz abschießen, wenn du nicht so viel rumrennen würdest. Ne, treffe ich leider nicht. Dann erschieße ich dich einfach. So. Gargoyle-Schild und noch ein Gargoyle-Helm. Und jetzt können wir ganz ruhig und gepflegt das Ding hier runterlassen. So, dafür einfach mal einmal hier anstellen. Und schieben. Und wir bewegen uns einmal runter. Auf die Position. Jetzt könnten wir theoretisch zurückgehen, aber ich bewege den Hebel noch einmal. Und gehe dann schon mal, während sich das Ganze dreht, eine Etage tiefer. Weil hier gibt es noch ein kleines Geheimnis. Mehr oder weniger. Och. Yay, Luft, in der Luft rumfliegen. So, genau. Erstmal gibt es hier ein Leuchtfeuer, was wir aktivieren können. Und auch kurz benutzen können. Um noch eine Stufe aufzusteigen in Stärke. So, dann können wir aufstehen. Können uns hier den Ring des Sonnen-Erstgeborenen schnappen. Und haben hier eine große Statue mit einem großen Schwert von Lord Gwyn. Oder Fürst Gwyn. Ja, der große König. Okay, Ring des Sonnen-Erstgeborenen. Der Erstgeborene von Fürst Gwyn, Erbe des Sonnenlichts, trug diesen Ring. Der Erstgeborene von Fürst Gwyn war ein Kriegsgott, aber seine eigene Dummheit führte zum Verlust der Aufzeichnungen und zur Aufhebung seines göttlichen Statuses. Heute ist nicht einmal mehr sein Name bekannt. Jupp. Es gibt viele Theorien, dass Solaire der Sonnenerstgeborene ist. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, weil er ja so verliebt in die Sonne ist. Und ich meine, er trägt einen Haufen, er trägt die Sonne auf seiner Brust, auf seinem Schild und er möchte gerne seine eigene Sonne finden. Also ja, eine gewisse Besessenheit ist da schon zu erkennen. So, wir gucken mal kurz in die, ins Erdgeschoss der Kirche. Wo noch ganz viele von den netten Damen auf uns warten. Die wir immer noch nicht one-hitten können. So. Eine ist schon mal weg. Aber die netten Damen geben uns wenigstens Menschlichkeit, wenn wir genug von ihnen erledigen. So, wirf. Und stirb. Und ein Gemäldehüterschwert. Das können wir uns gleich nachher angucken, wenn wir nicht mehr übelst behauen werden. Ja, komm. Mist. Und ja, sobald sie getrunken haben, holen sie irgendwie ihre Faust und ihr Schild raus. Und sind damit nicht weniger garstig als mit ihren beiden Klingen. So. Gemäldehüterin-Schwert. Geschwungenes Schwert der Anor Londo Gemäldewachen mit einzigartiger Schärfe und flacher Spitze. Die Wachen, die jeden niederschlagen, der sich den Gemälde nähert, greifen unablässig mit kreisenden Tanzbewegungen an. Eine Technik, die über Generationen weitergegeben wird. Und die Gargoyle-Axt, der geschärfte Schwanz eines Gargoyles, der die Glocke der Erweckung in der Kirche der Untoten und Anor Londo bewacht. Sie kann als Bronzekampfaxt verwendet werden und ist im Kampf unglaublich flexibel, was ihrer Formgebung als Schwanz geschuldet ist. Das hier ist eine ganz normale Helebarde, die kristallverzaubert ist. Die Helebarde des Gargoyle, der die Glocke der Erweckung in der Kirche der Untoten bewacht. Ganz gewöhnliche Helebarde aus Bronze ohne besondere Kräfte. Ja, und sein Bronzeschild.
Der bronzene Angriffsschild des Gargoyle, der die Glocke der Erweckung in der Kirche der Untoten bewacht. Schon die Haut des Gargoyles ist dick genug und vielleicht diente sein Schild nur zur Zierde, da er als eine der wenigen Metallschilde physischen Schaden nicht hundertprozentig abwehren kann. Also ja, nicht gerade das tollste Schild. Gut. Schnappen wir uns den Loot vom Kronleuchter. Oh. Okay, bei den Mädels müssen wir auch definitiv aufpassen, dass sie uns nicht von hinten angreifen, da sie ziemlich gut backstabben können. So. Stirb. Heilung. Und ja, wir haben die riesigen Kerzen auf dem Boden verteilt. Wir können sie nicht durch die Gegend schubsen. Zauberei, große Zauberwaffe. Ja, Zaubereien spare ich mir das Vorlesen mal. So. Ich töte lieber die Frauen hier weiter. Ist nicht so, dass ich ein Sexist bin, aber sie haben angefangen. Oh, und ich sollte mal den Ring wechseln. Feuerplatten zu Hartstahlring, bitte. Und ja, dieses große Gemälde bewachen sie, dass ich einfach mal in Ruhe lassen werde. Den Grund dafür kenne ich. Den Grund dafür zeige ich euch dann später. Hallo. Tschüss. Ich sagte tschüss. So. Schwarzeisenrüstung, Schild und Großschwert. Tarkus Set. Großschwert. Eines der riesigen geraden Großschwerter. Nicht viel ist es gegeben, dieses unfassbar schwere, enorm Schaden verursachende Monster zu führen. Das Lieblingsschwert der Ritter von Benarike, die für ihre schweren Rüstung bekannt sind, und des Schwarzeisen-Tarkus, den wir als Unterstützung gegen den Golem hatten, und sein Schild. Das Großschild des mächtigen Ritters Tarkus, geschmiedet aus speziellem schwarzen Eisen und schwerer als Ritter Benarikes Turmschild. Es gewährt speziellen Schutz gegen Feuerangriffe und ist effektiv bei Angriff mit dem Schild. So, und die Rüstung des Tarkus. Die Rüstung des Schwarzeisen-Tarkus, einen für seine Stärke bekannten Ritter. Aus speziellem unbeschichtetem Eisen angefertigt, bietet sie hohen Schutz. Speziell bei Feuerangriffen, aber sie ist schrecklich schwer, dass sie kaum ein anderer außer Tarkus höchst selbst tragen kann. Ja. Das war dann wohl Tarkus Leiche, der wir die Rüstung abgenommen haben. Es wird übrigens gemunkelt, dass es Tarkus war, der das Loch ins Fenster da oben gesprengt hat, weil er es als einziger geschafft hat durch Sens Festung durch am Eisengolem vorbei nach Anor Londo. Und dann ist er hier hat es halt wegen seiner schweren Rüstung nicht geschafft, da oben zu balancieren, und ist eben in seinen Tod gestürzt, und die Gemäldehüterinnen haben seine Leiche in die Ecke da geschleift. Was nicht gerade schön ist. Wobei das dann auch wieder der Sache mit den Untoten widerspricht. Bei Tarkus müsste auch ein Untoter gewesen sein. So, wir heben die Plattform wieder. Und hier lang müsste es dann genau zurückgehen. Ich will nämlich jetzt erstmal beim Leuchtfeuer nochmal rasten. Bevor wir uns dann auf dem Weg zu Gwyns Festung da hinten machen, die ziemlich beeindruckend aussieht. Auch von hier unten. So, dafür einfach einmal hier den Weg hoch. Und ich hoffe, der Aufzug kommt gerade runtergefahren. Nein, er fährt wohl gerade hoch. Ja, auch sehr toll. Jetzt fährt er aber runter. Und ja, wir haben sogar eine Menschlichkeit von den Gemäldehüterinnen bekommen. So. Einmal nach oben bitte. Und zurück zum Leuchtfeuer.
Denn wenn ich sterbe, möchte ich bitte an diesem Leuchtfeuer wieder auferstehen und nicht an dem, was wir da unten angefasst haben. Mit dem kleinen. So. Rasten.